Hallo und herzlich willkommen, liebe Gemeinde und liebe Zuschauer und Zuhörer an den Übertragungsgeräten. Ich wiederhole mich gerne, wenn ich sage, dass ich sehr froh und dankbar bin, dass wir diese technischen Möglichkeiten haben, um miteinander in Kontakt sein zu können, auch wenn wir uns hier als Gemeinde jetzt ja nicht versammeln und treffen dürfen. Ich finde es eine große Chance, dass wir neue Wege finden, miteinander in Kontakt zu sein. Denn ich muss schon sagen, dass ich die persönlichen Begegnungen mit euch wirklich vermisse. Und ich freue mich schon auf diese Nach-Corona-Zeit, wann immer das dann sein wird. Und ich bin sehr dankbar für unser Technikteam, dass ihr euch so einbringt. Also ihr macht einen super Job. Vielen Dank dafür, dass das so möglich ist. Denn wir merken, dass diese Kontaktsperre, das Distanz- und Separiertsein, dieses Abgeschirmtsein, all das entspricht uns ja nicht. Wir haben ein Bedürfnis nach menschlicher Nähe, nach Kontakt. Und deshalb ist es für uns jetzt sehr herausfordernd, diese Kontaktsperre durchzuhalten, auch wenn sie sinnvoll und geboten ist. Auch in meiner Familie und Verwandtschaft gibt es zwei Menschen, die in Quarantäne waren und noch sind, und das ist durchaus hart, so völlig abgeschirmt sein zu müssen. Und mit dieser aktuellen Brille, die uns jetzt ja beschäftigt, im Blick auf dieses Coronavirus, habe ich den Predigttext, der für diesen Sonntag, den 29. März, vorgeschlagen ist, nochmal ganz neu gesehen, mit ganz anderen Augen gelesen, mit ganz anderen Ohren gehört. Also ich lese uns mal den Predigttext, der uns für diesen Sonntag vorgeschlagen ist, und ich lese aus der Neues Leben Bibel, weil er darin etwas verständlicher beschrieben ist. Also aus Hebräer 13, Vers 12 bis 16. Und einen kleinen Tipp, ihr könnt ja gerne eure Bibel zu Hause zur Hand nehmen und das mitlesen. Das hilft sicherlich, den Text ein bisschen besser zu verstehen. Ihr habt ja eine Pausetaste, da könnt ihr gerne die Aufnahme stoppen, holt eure Bibel und dann könnt ihr ja mitlesen. Also Hebräer 13, Vers 12 bis 16 aus der Neues Leben Bibel. Nicht irritiert sein, wenn es in eurer Bibel etwas anders formuliert ist. Da heißt es: So litt und starb auch Jesus außerhalb der Stadttore, um sein Volk durch sein vergossenes Blut zu heiligen. Lasst uns deshalb zu ihm hinausgehen vor das Lager und die Schande tragen, die er auf sich nahm. Denn diese Welt ist nicht unsere Heimat. Wir warten auf unsere zukünftige Stadt erst im Himmel. Durch Jesus wollen wir Gott zu jeder Zeit danken, indem wir ihn loben und zu seinem Namen bekennen. Vergesst nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, denn über solche Opfer freut sich Gott. Soweit der Bibeltext aus dem Hebräerbrief. Durch Kontaktsperre verbunden, aus diesem Blickwinkel, mit diesem Thema, möchte ich uns diesen Text aufschließen. Durch Kontaktsperre verbunden. Zunächst einmal möchte ich ehrlich zugeben, dass es ja nicht ganz einfach ist, diesen Text aus dem Hebräerbrief zu verstehen. Warum ist das so? Nun, der Hebräerbrief, der Name sagt es schon, ist ein Brief, der nun fast 2000 Jahre alt ist und an Menschen gerichtet ist aus dem hebräischen, also jüdischen Ursprung und die dann Christen geworden sind. Und deshalb gebraucht der Schreiber dieses Hebräerbriefes auch die Sprache und die Bilder aus dem jüdischen, hebräischen Hintergrund, Menschen, die dort verwurzelt sind. Er bezieht sich sehr häufig im Hebräerbrief auf den jüdischen Opferkult. Zum einen nimmt er dieses Zeltheiligtum bei der Wüstenwanderung als Beispiel, also Temple to go, könnte man sagen. Und auch den Tempel, der nachher in Jerusalem gestanden hat. Und all das ist uns natürlich zunächst einmal fremd. Wir wollen also versuchen, einen Zugang zu finden.
von der Jahreszeit, von der Kirchenjahreszeit, befinden wir uns in der Passionszeit. In diesen 7 Wochen also, in denen wir unser Augenmerk auf den Leidensweg Jesu richten, dass Jesus gelitten hat, gestorben ist und am Ostermorgen auferstanden. Wir haben es ja gerade in Vers 12 gehört, ich lese das nochmal. So litt und starb auch Jesus außerhalb der Stadttore, um sein Volk durch sein vergossenes Blut zu heiligen. Hier ist das Bild von dem Sündenbock gebraucht. Diesen Begriff des Sündenbocks kennen wir ja bis heute. Ein Sündenbock ist ja jemand, dem die Schuld anderer Menschen angelastet oder in die Schuhe geschoben wird. Jemand, der die Schuld anderer tragen muss, für andere büßen muss. Das nennen wir ja einen Sündenbock. Diese Geschichte des ursprünglichen Sündenbocks finden wir im Alten Testament im 3. Buch Mose, dort in Kapitel 16, Vers 16 bis 22. Dort ist beschrieben, wie der Priester ein Bock nehmen soll, wie er seine beiden Hände auf diesen Bock drauflegt und damit zeichenhaft, symbolisch die Schuld des ganzen Volkes auf diesen Bock lädt und dieser Bock wird dann raus in die Wüste gejagt, in die Wüste geschickt. Auch das haben wir heute sprichwörtlich, jemanden in die Wüste schicken, also jemanden loswerden wollen. Das steckt also dahinter, hinter diesem Sündenbock. Und im gleichen Kapitel, Kapitel 16, 3. Buch Mose, ist noch von einem zweiten Tier die Rede, nämlich von einem Stier, ein Stier, der geopfert werden soll. Das Blut des Stieres soll an den Altar gesprengt werden und der Rest dieses Stieres soll hinausgetragen werden vor das Lager und draußen dann verbrannt werden mit Haut und Haaren als Opfer. Auch da die Vorstellung dieser symbolischen Sühnung als Sühne der Schuld für das ganze Volk. Und dieses draußen vor dem Lager, von dem da die Rede ist, oder draußen vor der Stadt, ist doch so ähnlich wie diese Kontaktsperre, die wir gerade erleben, oder noch strenger diese Quarantäne, von der wir hören. Das spielt hier eine wichtige Rolle. Raus damit, in die Wüste jagen, draußen vor den Toren, vor den Mauern der Stadt. So beschreibt es ja der Hebräerbrief. Jesus wurde außerhalb der Stadttore gekreuzigt. Natürlich hat man diesen unschönen Anblick nicht gerne mitten in der Stadt auf dem Marktplatz. Deswegen hat man das draußen vor der Stadt, vor den Stadttoren gemacht. Menschen hingerichtet. Also in gewisser Weise eine Kontaktsperre, eine Isolation. So hat es Jesus erlebt. Einsam, isoliert, in Kontaktsperre, hat er gelitten und ist hingerichtet worden am Kreuz, ist gestorben. Jesus war völlig einsam, isoliert in seinem Leiden und Sterben. All seine Nachfolger, auch die 12 engsten Nachfolger, die wir ja auch Jünger nennen, alle die haben ihm den Rücken gekehrt, hatten verständlicherweise Angst, dass sie vielleicht die Nächsten sind, die hingerichtet werden. Wer will es ihnen also verdenken, dass sie sich aus dem Staub gemacht haben und Jesus allein gelassen haben? Und dieser tiefere Sinn, dieser Hintergrund, dieser innere Zusammenhang des Leidens und Sterbens Jesu ist also dieses alttestamentliche Opfer, von dem wir gehört haben im 3. Buch Mose. Jesus ist also, man könnte sagen, der größte Sündenbock aller Zeiten, der ganzen Menschheit geworden, weil er die Schuld und Sünde einer ganzen Menschheit aller Zeiten auf sich gelegt bekommt, indem er stellvertretend stirbt. Jesus wird gewissermaßen in die Wüste gejagt, hinaus vor die Tore der Stadt, in die Einsamkeit, wo er stirbt.
Im 2. Korintherbrief im Neuen Testament, Kapitel 5, Vers 12, lesen wir dazu, Zitat, dass Gott seinen Sohn Jesus Christus für alle Menschen zur Sünde gemacht hat, damit jeder, der es für sich persönlich annimmt, der es sich schenken lässt, dadurch von Gott freigesprochen wird. Warum ist das so entscheidend wichtig? Nun, die Fallsterblichkeit oder die Mortalität, wie man das auch lesen kann jetzt beim Coronavirus, liegt bei 4,5% im weltweiten Durchschnitt gerechnet. Ich weiß, das Ganze ist noch um einiges komplexer, die Fallsterblichkeit, je nachdem, zu welcher Zeit, an welchem Ort, in welchem Radius man das Ganze misst. Belassen wir es mal der Einfachheit halber bei dieser Zahl, 4,5% weltweiter Durchschnitt, die Fallsterblichkeit beim Coronavirus. Wisst ihr, wie hoch die Fallsterblichkeit, die Mortalität im Fall der Sünde ist? Die Sterblichkeit durch die Sünde liegt bei exakt 100%. 100%. Mit einem Bibelvers aus dem Römerbrief gesprochen, Kapitel 6, Vers 23 heißt das, der Lohn der Sünde ist der Tod. Sünde ist also zu 100% tödlich. Und bei Sünde geht es nun nicht zuerst um eine Moral, sondern Sünde beschreibt ja diese Trennung von Gott. Und die Trennung von Gott ist der Tod. Die Trennung von Gott, die Sünde ist tödlich, zu 100%. Aber der Vers in Römer 6, Vers 23 geht ja noch weiter. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gabe Gottes aber, das Geschenk Gottes aber, ist das ewige Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und damit, durch Jesus, ist die Fallsterblichkeit der Sünde für Menschen, die sich diesem Jesus anvertrauen, bei exakt 0,0%. Und das halte ich mal für eine richtig gute Nachricht. Was würden wir jetzt dafür geben, wenn es ein Impfstoff gäbe, ein Medikament gäbe, der die Fallsterblichkeit dieses Coronavirus auf 0,0% senken würde? Was wäre uns das wert, dieses Medikament, dieser Impfstoff? Das wäre uns Hunderte von Milliarden Euro oder Dollar wert. Denn diese Hunderte von Milliarden Euro und Dollar werden ja zurzeit oder sollen in die Systeme gepumpt werden, um den großen Crash abzufedern. Nochmal, die Fallsterblichkeit der Sünde für Menschen, die sich Jesus anvertraut haben, liegt exakt bei 0,0%. Mit anderen Worten, mit Jesus hast du das Leben. Und das halte ich für sensationell, das zu wissen, das für sich anzunehmen, darauf zu vertrauen. Natürlich müssen auch Christen körperlich sterben, ist doch klar, ist doch ganz natürlich. Aber das ewige Leben, der Himmel, die Nähe Gottes, die wir im Heiligen Geist jetzt schon haben, ist uns geschenkt, eine Ewigkeit lang. Und das schon jetzt und hier, wenn wir uns diesem Jesus anvertrauen. Mit dem Predigttext aus dem Hebräerbrief gesprochen, heißt das dann so, diese Welt ist nicht unsere Heimat. Wir erwarten unsere zukünftige Stadt im Himmel. Was folgt jetzt daraus, wenn wir das wissen, wenn wir darauf vertrauen, wenn wir daran glauben, an Jesus glauben? Ein Doppeltes folgt daraus. Das Erste beschreibt dann nämlich unser Verhältnis zu Gott. Und das Zweite bezieht sich auf das zwischenmenschliche Verhältnis untereinander. Das Erste, Hebräer 13, Vers 15, durch Jesus wollen wir Gott zu jeder Zeit danken, indem wir ihn loben und uns zu seinem Namen bekennen, heißt es da in unserem Predigttext.
Das also ist die logische Konsequenz für dieses geschenkte Leben durch Jesus. Ein dankbares Herz ist die logische Konsequenz. Menschen, die zu Jesus gehören, leben fortan zur Ehre Gottes. Also sie streben nicht danach, selbst gut dazustehen, sondern wollen alle Ehre Gott geben. Aus Liebe und aus Dankbarkeit. Das ist doch selbstverständlich, ist doch klar, wenn uns so ein Leben geschenkt ist durch Jesus. Und das Zweite lesen wir einen Vers weiter, Kapitel 13, Vers 16. Da heißt es: Vergesst nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, denn solche Opfer erfreuen Gott. Also, aus der geklärten Beziehung zu Gott folgt ein Leben in geklärten Beziehungen im Miteinander. Und das ist eine tolle Sache, dass wir durch Jesus befreite Menschen sind, befreit auch von Rechthaberei, befreit von Streit und von Egoismus. Ich bin begeistert davon, wie Menschen jetzt kreativ werden und nach Wegen suchen, anderen Menschen zu dienen und zu helfen. Und das um Jesu Willen. Nun, das Gegenteil sehen wir ja auch in unseren Supermärkten, dass Menschen nur an sich denken, sehr egoistisch sind. Und dann sieht man, wie Menschen wirklich drauf sind in dieser Situation. Hauptsache, meine Vorräte sind gefüllt und gesichert. Und das ist eben nicht das Miteinander, das Gott für unser menschliches Leben möchte. Deshalb herzliche Einladung. Lass dich von Jesus mit diesem Leben beschenken, das dich frei macht, ganz frei, auch von Schuld und von Egoismus. Jesus schenkt das Leben, das frei macht. Durch Kontaktsperre verbunden ist ja unser Thema, unsere Blickrichtung. Also, dass Jesus diese Kontaktsperre mit seinem himmlischen Vater, von allen Menschen diese Kontaktsperre erduldet hat, als er gelitten hat und gestorben ist. Durch diese Kontaktsperre, sind wir jetzt verbunden mit dem himmlischen Vater, mit Gott und auch verbunden untereinander. Nun, auch das sei nochmal erwähnt, natürlich ist es in dieser Zeit sinnvoll, diese zwischenmenschlichen Kontaktsperren einzuhalten, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen oder gar einzudämmen. Aber gleichzeitig lasst uns bitte kreativ sein, auf anderen Wegen in Kontakt zu sein mit Menschen, dass niemand einsam sein muss. Und sei es das ganz simple, gute alte Telefongespräch und vieles, vieles mehr. Was uns ermutigt, kreativ macht, geradezu beflügelt, Menschen nachzugehen, ihnen zu dienen, ist die Freude darüber, dass wir durch Jesus das Leben in voller Genüge geschenkt bekommen haben, dass Gott zu uns nämlich Kontakt aufgenommen hat. Und das ist keine Einbahnstraße, sondern auch wir dürfen Kontakt zu Gott bekommen, indem wir mit ihm reden, also zu ihm beten. Und das möchte ich nun mit euch gemeinsam tun. Wir wollen also beten. Herr unser Gott, danke, dass du durch Jesus alles dafür getan hast, dass wir nicht mehr in Kontaktsperre zu dir sein müssen. Danke, Jesus, dass wir in dir das Leben und volle Genüge haben dürfen. Und nun hilf uns in dieser herausfordernden Zeit. Bewahre uns vor Egoismus und Panikmache. Leite unsere Regierenden und schenke ihnen Weisheit für ihre Entscheidungen. Gib denen Kraft und Geduld, die sich um Kranke kümmern. Schenke uns allen die Liebe, Bereitschaft und Kreativität zu helfen, wo Hilfe nötig ist. Amen. Und der Segen Gottes,
des Allmächtigen und Barmherzigen, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, sei auf euch allen. Amen.